Die Santa Barbara ist seit Tagen überfüllt. Schon vor Tagen sollte die Santa Barbara mit unseren Frauen und Kindern in Wiscasset eintreffen. Jeden Morgen halten wir verzweifelt Ausschau. Bei dem stürmischen Wetter der letzten Tage sind alle wie gelähmt vor Sorge. Wir flehen euch an. Entsendet noch heute ein Schiff, um nach der Santa Barbara zu suchen. Wie können wir hier auf dieser Insel etwas aufbauen, wenn wir um das Leben unserer Familien bangen müssen? Wir können los. Seid vorsichtig. Der nächste Sturm zieht bereits herauf. Zur Hilfe! Hierher! Hier drüben sind wir! Ei, ei! Neue Gebäude stehen zum Bau bereit. Handelsschiff, ahoi. Wird erledigt. Wird erledigt. Der Himmel schickt euch. Ihr müsst uns unbedingt so schnell... Endlich. Es gibt noch etwas. Alles klar. Ei, ei. Was sagt ihr da? Die Segel der Santa Barbara wurden vom Sturm zerfetzt? Keine Sorge. Wir stehen euch zur Verfügung. Lasst uns gemeinsam die nötigen Stoffe herstellen. Wir werden jetzt mit der Stoffproduktion beginnen. Hoffentlich brauchen wir nicht zu lange, um die nötigen Stoffe für die Santa Barbara herzustellen. Wir sind bereit. Handelsschiff, ahoi. Die Stoffe befinden sich jetzt an Bord. Lasst den Anker lichten. Unsere Familien warten auf Hilfe. Neuer Kurs. Puh, das war knapp. Mit den Stoffen können wir unsere Segel in Windeseile erneuern. Wir stechen jeden Augenblick in See und nehmen dann sofort Kurs auf Wiscasset. Die Santa Barbara! Endlich! Wir hatten es kaum noch zu hoffen gewagt, unsere Frauen und Kinder unversehrt in die Arme schließen zu dürfen. Ihr wisst gar nicht, wie dankbar wir sind. Mit euch an der Spitze von Wiscasset sehen wir goldenen Zeiten entgegen. Sie erwachen aus tiefer Bewusstsein. Hallo. Könnt ihr mich hören? Ich bin's, Wallo, der erste Maat. Ihr wart lange bewusstlos. Habt ganz schön was abbekommen, als wir gekentert sind. Nun, wir sind alle noch am Leben. Das ist die gute Nachricht. Als hätten wir nicht schon genug Pech für ein ganzes Seefahrerleben, scheint der Vulkan auch noch recht aktiv zu sein. Jedenfalls grummelt's da ab und an gewaltig. Am besten beeilen wir uns, hier ein Lager zu errichten, damit wir eine kleine Werft bauen können. Dann zimmern wir ein Schiff zusammen, packen unsere 7 Sachen und verschwinden von hier, bevor wir noch alle gegrillt werden.
Also, bald haben wir genug Holz, um uns erste Unterkünfte zu bauen. Dann sind die Leute vor dem schrecklichen Wetter hier sicher. Wir haben in einer alten Bärenhöhle ein paar Werkzeuge gefunden. Es scheint so, als ob diese Höhle früher einmal ein Piratenversteck gewesen ist. Gut gemacht. Der Fischer wird uns... Wie es scheint, sind wir nicht die Ersten, die auf diesem Stück Land gestrandet sind. Unsere Kundschafter haben einige verfallene Hütten entdeckt. Entweder sind ihre Bewohner... Um Himmels Willen, der Vulkan scheint bald auszubrechen. Der Rauch aus dem Krater wird immer dichter. Gott sei es gedankt. Der Vulkan scheint sich wieder zu beruhigen. Doch ich fürchte, die Ruhe wird nicht von Dauer sein. Ich bin erleichtert. Durch das Gebet in der Kapelle sind wir voll Zuversicht, heil an Leib und Seele diesem verfluchten Ort zu entkommen. Gut gemacht. Die ersten Stoffe trudeln ein. Nun sollten unsere Leute auch vor unfreundlichem Wetter geschützt sein. Die ersten Siedler lassen... So ein Glück. Am Strand wurde eine unserer Schiffskisten mit etwas Werkzeug eingespült. Sehr gut. Wir haben in der verlassenen Lehmgrube Werkzeug gefunden. Das muss wohl jemand dort zurückgelassen haben. Neue Gebäude. Endlich. Die Ziegelei steht. Bald können wir eine kleine Werft bauen. Wir sollten uns beeilen. Nur der Herr weiß, wann dieser vermaledeite Vulkan ausbricht. Gute Güte, der Vulkan rumort erneut. Der Teufel will sich diese Insel holen. Nichts wie weg von hier. Gott sei es gedankt. Der Vulkan scheint sich wieder zu beruhigen. Doch ich fürchte, die Ruhe wird nicht von Dauer sein. Großartig. Jetzt brauchen wir nur noch ein Schiff, um von hier fortzukommen. Die Werftarbeiter haben das Schiff fertiggestellt. Endlich können wir fliehen. Ich habe bereits veranlasst, dass sich die ganze Mannschaft am Kontor sammelt und schleunigst an Bord geht. Alle Leute sind an Bord. Wir sollten schnell verschwinden, bevor der Vulkan uns doch noch erwischt. Puh, das war knapp. Was für ein Flammenwerfer. Noch ein paar Minuten länger und der verfluchte Vulkan hätte uns alle geröstet. Ihr habt uns den Hals gerettet. Mannschaft und mir ist es eine Ehre, euch zu folgen. Egal wohin. Feuerspeiende Insel einmal ausgebaut. Ihr Vetter Hendrik Jorgensen ist in heller Aufregung. Ihre Majestät, die Gott sei Dank bist du endlich da. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die Königin wird dieses Jahr schon einen Monat früher als erwartet auf ihrer Sommerresidenz eintreffen. Welch eine Katastrophe! Die Stadt liegt völlig am Boden. Das schmucke Schlösschen ist eine verwahrloste Ruine. Ich weiß. Ich bin hier der neue Statthalter, aber herrje, die Sache ist mir einfach über den Kopf gewachsen. Bitte gib deinem Herz einen Ruck und geh mir zur Hand, sonst bin ich geliefert. Ich sehe mich schon die nächsten Jahre im königlichen Kerker Kakerlaken zählen. Die Leute hatten schon einmal üppigere Mahlzeiten. Dabei habe ich extra Fischerhütten am See errichten lassen. Leider scheinen die keinen Fang zu machen. Bitte, schau du doch einmal nach.
Dank. Jetzt haben wir endlich einen Fischer, der uns mit genügend Nahrung versorgt. Aber mir scheint, der Marktkarren kann sie nicht abholen. Du bist einmalig. Bald haben die Leute wieder ordentliche Mahlzeiten auf dem Teller. Die Fischer arbeiten wieder. Aber ich befürchte, bei den Holzfällern gibt es noch einiges zu tun. Ich bin erleichtert. Die Holzproduktion läuft wieder. Himmel, sind die Leute unzufrieden. Ich traue mich kaum noch auf die Straße. Kannst du nicht irgendetwas tun, um sie ein... Wundervoll. Endlich zieht man wieder den Hut vor mir, wenn ich nach draußen gehe. Endlich wird wieder genug Wolle produziert. Danke, du hast echt Talent. Du hast ganze Arbeit geleistet. So langsam könnte es Ihrer Majestät hier wieder gefallen. Wir wollten euch nur wissen lassen, dass unser Schiff nun in See gestochen ist. Bereitet alles für unsere baldige Ankunft vor. Ach, ein paar ruhige Tage im Schlösschen werden uns sicher gut tun. Hast du das gehört? Die Königin wird bald hier sein. Ich bekomme schon ganz schwitzige Hände. Du musst, ich meine, wir müssen uns beeilen. Ihre Stadt beherbergt nun Siedler. Einige der Leute sitzen auf der Straße, weil ihre Häuser verfallen sind. Sei so freundlich und errichte neue Wohnhäuser. Wunderbar. Dank deiner Tatkraft haben wir... Wie ist denn die Stimmung in all den neuen... Das wird feinster Rum. Den werde ich beim Empfang Ihrer Majestät ausschenken lassen. Ob die Leute wohl höhere Steuern akzeptieren würden? Jetzt, da wir so viel für sie getan haben. Es fließt ordentlich Geld in die Stadtkasse und die Menschen sind dennoch zufrieden. Du hast wirklich ein glückliches Händchen. Hurra! Die Fleischproduktion läuft. Ohne dich könnte ich der Königin nicht gegenübertreten. Seid gegrüßt, werter Jorgensen. Wir hoffen, die Vorbereitungen für unser baldiges Eintreffen sind zeitig abgeschlossen. Gerade residieren wir bei eurer Nachbarin, Gräfin von Thielen. Ihre Insel ist ein Ort von betörender Schönheit und Ruhe. Doch wir können es kaum noch erwarten, endlich unser geliebtes Domizil auf eurer Insel zu beziehen. Ach, diese Vorfreude. Ausgezeichnet! Jetzt produzieren wir auch noch feinste Tabakwaren. Das wird ein Empfang für Ihre Majestät. Wie schrecklich! Die Gräfin von Thielen schwimmt doch geradezu in Geld. Dagegen sieht's bei uns jämmerlich aus. Wenn wir nicht zumindest das Schlösschen renovieren können, dann... Da hat mein letztes Stündlein geschlagen. Eine Schnippvisite auf eurer Insel zahlt sich immer aus. Ein wenig Schulbildung für die Leute könnte nicht schaden, jetzt da die Königin kommt. Wunderbar! Die Königin wird vom Bildungseifer hier begeistert sein. Ich überlege gerade, ob wir nicht eine Feuerwache benötigen könnten. Die Sicherheit Ihrer Majestät steht schließlich auf dem Spiel. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Einige Bürger sind in ihre Stadt gezogen. Endlich! Die Baupläne für eine Feuerwache liegen vor. Lass sie uns gleich jetzt errichten. Suche du bitte einen geeigneten Standort für die Feuerwache aus, ja? Ich habe dafür... Die Feuerwache steht. Jetzt kann ich wieder ruhiger schlafen. Jetzt haben genug Bewohner den Bürgerstand erreicht. Feuer! Feuer! Wir haben Glück gehabt. Alle Brände wurden schnell gelöscht. Dem Himmel sei Dank. Endlich! Es ist soweit. Unser Aufenthalt hier ist beendet. Wir lassen nun die Segel setzen und werden schon bald bei euch vor Anker gehen. Wir können es kaum erwarten, die Silhouette des Schlösschens am Horizont zu erspähen. Das Schlösschen? Herrje, das Wichtigste haben wir ja ganz vergessen.
Die Sommerresidenz Ihrer Majestät muss ja auch renoviert werden. Bis zu Ihrem Eintreffen schaffen wir das niemals. Nanu, die Bevölkerung ist bereit, uns zu helfen. Großartig! Wenn alle mit anpacken, erstrahlt das Schlösschen doch noch bis zum Eintreffen der Königin in neuem Glanz. Wunderbar! Die Sommerresidenz Ihrer Majestät sieht wieder genauso schön aus wie früher. Herr Jorgensen, wie sieht es denn hier aus? Habt ihr etwa Renovierungsarbeiten durchführen lassen? Ach, wir fühlen uns zurückversetzt in unsere Jugendzeit. Und das Schlösschen, hinreißend wie eh und je. Ihr habt gut darauf geachtet.